Und damit herzlich willkommen zurück zum King of the Hill Nr. 29. Ein Match haben wir ja bereits hinter uns. Das war Runde Nummer 1. Aber wir haben noch drei Spiele, die heute für euch noch mit von uns gecastet werden. Und mit mir meine ich mich und den lieben Milli, der nämlich an meiner Seite ist. Wir hatten ja letzte Woche schon das Vergnügen. Und wir hatten gerade eben schon das Vergnügen. Es war ein sehr schönes Match. Aber jetzt Eutecticum gegen Trilux, mein Lieber. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Eutecticum ist ja ein Team, was sehr bekannt ist für, also unter uns sehr bekannt ist, eben durch die Teilnahme in der Ascension League 2. Also auch ein Team, das eine gewisse Expertise zeigt. Und wir können uns da definitiv auf ein sehr spannendes Spiel freuen. Auf der anderen Seite, Team Trilux in der ersten Runde gegen Horizon Gaming 7-0 gewonnen. Das ist eine Ansage. Und bedeutet natürlich auch, dass eine gewisse Expertise vorhanden ist. Das heißt, zwei Teams, die schon öfter bewiesen haben, dass sie was auf dem Kasten haben gegeneinander. Also können wir uns hier wahrscheinlich wieder auf ein spannendes Spiel freuen. Und ich meine, auch letzte Woche und auch heute haben wir es schon bewiesen, dass wir uns da ganz gerne mal die spannenden Dinge rauspicken. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was uns da erwartet bei Eutecticum Esports. So sieht's aus. Ich würde sagen, wir gehen gleich tatsächlich auch schon ins Match rein, deswegen gucken wir mal kurz auf die Maps drauf, was uns denn so erwartet an dieser gerne. Stelle. Und da gehen wir mal kurz drüber. Die Bans sind Konsulat, Coastal und Café, gebannt von Trilux Esports. Und dann haben wir Theme Park, Villa und Clubhouse, die Bans von Eutecticum. Und damit verschlägt es uns heute auf Oregon in Match Nummer 2. Gerade eben war es Villa, jetzt Oregon. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Das wird sicherlich auch wieder eine schöne Geschichte. Oregon ja im Vergleich zu den anderen Maps, habe es, glaube ich, vorhin schon mal angesprochen vom ersten Match, eine Map, die verhältnismäßig ausgeglichen ist, weil die sich so ein bisschen, einfach weil sie so häufig gespielt wird, hat sie sich so ein bisschen eingespielt. Also da wissen die Teams, wie sie es angehen. Und da sind auch die Attacks meistens sehr, sehr solide, gerade oben auch auf den oberen Spot. Ich glaube, am ehesten noch Defense-lastig ist, glaube ich, der Spot unten im Keller, wobei auch den einige Teams sehr, sehr gut anzugreifen wissen. Das muss man auch sagen. Ja, es kristallisieren sich auf dieser Map, gerade auf Oregon im Vergleich zu Villa, mehr Standardgeschichten aus. Also, ja, das ist richtig. Du hast mehr. Ich kann nicht wieder über den Blue Smoke reden, ansonsten kriege ich hier irgendwann, denken die Leute, das ist das Einzige, was ich über die Map weiß. Aber es gibt halt einfach viele Sachen, zum Beispiel, dass man inzwischen nach den Jägeränderungen, dass man einen Long Angle spielt von Pillar Richtung Blue, um den Smoke zu supporten. Das sieht man jetzt immer wieder, immer häufiger. Und das sind halt Sachen, die sich mit der Zeit immer auf solchen Maps festigen. Deswegen ist ja Border eine Map zum Beispiel, die man gar nicht mehr competitive spielt, weil sie das eben dazu krass wurde. Jedes Spiel auf Border war eigentlich quasi so wie das, was wir das letzte Mal auf Border gesehen haben. Und deshalb hat man sich dafür entschieden, das nicht mehr zu machen. Und gerade auf Oregon ist für mich so eine Map, die so ein bisschen Gefahr läuft, in diese Richtung zu gehen, weil sich halt sehr schnell richtig starke Strategien rauskristallisiert haben, die man benutzt, sowohl in dem Angriff als auch in der Verteidigung. Und deshalb ein bisschen mehr Standard im Vergleich zu Villa. Aber trotzdem haben wir auch hier jetzt in den letzten Wochen gesehen, dass Teams ein bisschen in die alten Zeiten auf Oregon zurückgehen und halt zum Beispiel Meeting halten bei der Verteidigung unten, um diese gefährliche Electric Hatch halt eben auch mitzuhalten. So, weißt du? Also deswegen freue ich mich sehr auf Oregon. Ja, yep. Und das ist auch schon unser Stichwort, denn es geht los mit unserem zweiten Match mit Oregon, mit Eutecticum gegen Trilux Esports. Und natürlich starten wir, wie gehabt, in der üblichen Operator-Bann-Phase. Und da bin ich jetzt auch mal wieder sehr, sehr gespannt, was wir da sehen werden. Ich glaube, auch da wird uns wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel überraschen. Ich denke auch nicht. Also genau wie bei den Strategien auf Oregon sind auch die Bans häufig sehr, sehr ähnlich. Wobei in der Defense kann es immer mal wieder ein bisschen variieren. Erster Bann hier, Thatcher, definitiv. Ich meine, über den Thatcher-Bann brauchen wir heutzutage nicht mehr reden. Es ist ein Standard-Bann, weil er nun mal einfach der Verteidigung super viel Zeit erlaubt, Wände offen zu halten und vor allem in der noch viel Utility-heftigeren Meta, die wir ja hatten, bevor Jäger seine kleine Veränderung erlebt hat, war einfach Thatcher auch super stark, um diese Power-Positionen länger zu halten, weil ein ADS, weil ein Vamai-Magnet nicht weggetatchert werden konnte. Deswegen verständlicher Bann. Jackal sieht man tatsächlich inzwischen nicht mehr so häufig als Bann, ist natürlich immer noch ein sehr starker Operator, vor allem um das Roam-Play so ein bisschen zu verhindern, also auch gerade auf Oregon, klar, vor allem wenn man sich im Gebäude verteilt, also zum Beispiel bei Dining
oder Kitchen sich halt im oberen Stockwerk befindet, kann man da halt relativ früh schon Informationen sammeln. Und eben das ist auch ein verständlicher Bann. Mira, für mich ein Muss-Bann auf Oregon, es sei denn, du möchtest sie wirklich selber absolut abusen. Mira ist gerade unten ein super starker Operator und hält dir einfach dein Blue, da brauchst du eigentlich gar keinen Smoke mehr. Und Maestro. Ja, Maestro. Sieht man gar nicht mehr so häufig gebannt, nee, finde ich. Nee, trotzdem ist Vision immer noch key. Ja, die Information, ja, die du über deine Angreifer hast, ist immer noch die wichtigste. Deswegen verstehe ich das voll. Und man darf ja auch nicht vergessen, Maestro ist auch immer mal wieder ganz gerne ein Plant Denial Operator. Das kommt, muss man ja auch dazu sagen. Klar, ja. Man kann natürlich in der Attack natürlich Utility verwenden, Ash Charges, Sophia Lifelines, weiß ich nicht alles, um die Evil Eyes zu kümmern. Aber trotzdem, gerade wenn du das als Plant Denial einsetzt, heißt das, dass das Evil Eye irgendwo on-spot ist. Das heißt, du hast in der Attack möglicherweise dein ganzes Utility eh schon anderweitig irgendwo verwenden müssen für Wände, für Stacheldraht, für weiß ich nicht was alles. Und dann, wenn dann das Evil Eye dann zum Schluss nochmal übrig bleibt, ist es halt einfach super, super nervig. Und es gibt echt so ein paar Kollegen, die da richtig, richtig gut mit umgehen können. Mir fällt da immer spontan der gute Bürowelt ein, der mit einem Maestro und der Alda einfach unfassbare Sachen macht. Also nur um das mal kurz so ein bisschen einzuordnen. Deswegen, wie gesagt, als Bann sieht man ihn nicht mehr so häufig. Es ist allerdings nach wie vor ein absolut starker Operator. Ja, und es gibt nichts Schlimmeres, als in den letzten 10 Sekunden als Planter mit 45 HP den Koffer anzusetzen und auf einmal gesappt zu werden. Und deine Teammates sind irgendwie sonst wo verstreut und gucken, dass sie irgendwelche C4s abfangen und zerschießen vielleicht oder was weiß ich, sich gerade um jemanden kümmern, der von unten eventuell ein C4 wirft. Und es ist gerade keiner da, der das für dich regeln kann, das Problem. Und du drehst dich hektisch im Kreis und versuchst, diese Kamera zu finden. Also ich meine, ich spreche da aus Erfahrung, weil ich das immer gemacht habe. Den Koffer hinlegen und das ist einfach nervig und deshalb verstehe ich eine Maestro sowieso. Ja. So, schauen wir mal. Für die erste Zeit gehen wir ganz nach oben. Auch hier immer wieder Teams entscheiden das für sich, ob sie nach oben gehen oder nach unten. Beides sind sehr solide Spots, um sie zu spielen und man entscheidet sich aber hier von Seiten Trilux Esports, dass man sich oben befindet, aber man roamt sehr, sehr stark in den unteren Stockwerken, also fast sind drei, eben habe ich sogar fast gesehen, dass vier Leute eben unten in der Gegend rumlaufen, also in der Kitchen und in Dining, um halt eben gerade sowas hier zu verhindern, nämlich dass die Sophia da unten an dem Fenster mit dem Gadget den Boden aufmacht, um die Bandit Charges oder Mute Jammer wegzumachen und sie weiß aber, dass der Legion da steht und biegt einfach, nachdem sie ihr Gadget benutzt hat, nochmal rum und nimmt sie hier Noah? Noah? Name Noah? Ist das so? Schwierige, mit der Eins da. Ja, entweder Number One oder Noah, eins von beidem. Vielleicht schreibt es mal irgendjemand im Chat. Genau, das wäre schön. Unterstützt das wäre sehr freundlich. Was für ein Klick von Scooby, der legt gerade mal für euch Tacticum nach und nicht nur einmal, sondern gleich zweimal mit der F2 von Twitch. Sketchy ebenfalls gezogen, Disrespect dann mit dem Refrag, aber Schaden angerichtet. Guckt es euch an, man ist mitten im Spot drin bei euch Tacticum, mehr oder weniger. Kann man da jetzt, okay, mit dem Spot ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr weit schon drin. Und wenn wir uns gucken, wie viel Zeit noch ist, 1,40 ist reichlich, um da irgendwann in Ruhe noch den Plan durchzukriegen. Vorher sich die Info nochmal zu holen. Die Füße liegt drüben noch, also den hat man da auf dem Fuß, glaube ich, auch erstmal noch liegen lassen, bevor man sich den da wiederholt. Man weiß, wo Tooms ist und man weiß, glaube ich, auch, wo Disrespect ist. Also von daher wird es jetzt echt schwer für Trilux, die zwei da noch irgendwie aufzuhalten. Oh. Und Marcel denkt sich, ja, das ist mein Headshot, ihr Lieben. Und ein schöner Reflect von Disrespect, kriegt hier den Kollegen Nummer 24. Und dann ist allerdings Standex da, kriegt hier Disrespect nochmal. Und das ist eine sehr, sehr schnelle Attack bis zu einem gewissen Punkt gewesen von Tacticum. Und dann hat man gesagt, okay, wir haben jetzt die Überzahl. Wir warten jetzt mal kurz, wo sind sie denn? Gucken wir mal und dann setzen wir nochmal an. Und das hat wunderbar funktioniert. Ja, generell hat man den Druck auch nie fallen lassen. Also man ist immer schön weitergegangen und hat eben, also erstmal schön miteinander auch gespielt. Das heißt, der Breach vorne bei Gaming und auch der Breach in Attic sind ja mehr oder weniger gleichzeitig aufgegangen. Nichtsdestotrotz haben das beide Parteien, also man hat sich das schön aufgesplittet, 3 und 2, haben beide Parteien das sehr gut auch miteinander gespielt. Das heißt, die Sophia macht von unten die Mute-Jammer weg, gleichzeitig wird gebreached, man wird aber auch gehalten von Trophy. Das heißt, die drei Leute haben da sehr schön miteinander gearbeitet. Und daneben in Attic der Maverick zusammen mit dem Sledge, die haben da auch sehr schön eben aufgemacht. Und dann konnte man
diesen Druck, den man ja von Anfang an schon aufbaut, einen frühen Frag auf der eigenen Seite, konnte man schön immer weiter die Schlinge zusammenziehen, über Attic, über Master, über Trophy. Und ja, dann in der 2-4-Situation hat man da nicht mehr viel gegen machen können von Seiten Trilux. Aber man hat scheinbar rausgefunden, wo das Problem liegt, weil man entscheidet sich hier dafür, nochmal oben hinzugehen, in Games und beziehungsweise in Kids und in Dorms. Und das macht man ja nur, wenn man genau weiß, hey, da und da lag unser Fehler und das können wir in der nächsten Runde ändern. Und das sollten sie definitiv tun, weil sonst, wenn sie es wieder genauso runterspielen, dann ist vielleicht die, ja, die Konsistenz, die Eutheticum scheinbar hat hier, oder die Erfahrung, die Eutheticum hat, diesen Spot anzugreifen, dann doch vielleicht ein bisschen zu stark und man sollte nochmal nach unten gehen. Aber man darf es immer wieder nochmal probieren und das tun sie hier. Und ja, bin mal gespannt, wie es sich jetzt für sie auszahlt, das Ganze. Na, werden wir sehen. Runde hat auf jeden Fall gerade angefangen. Man ist derweil noch beschäftigt, auch hier nochmal weit Rotations aufzumachen, Robos aufzumachen. Wie gesagt, ist eigentlich immer eine gute Geschichte. Muss natürlich nicht aufpassen, dass man den Spot nicht aus den Augen verliert bei solchen Sachen. Marcel ist hier sehr, sehr flott dabei, schon mal die Wand hier aufzumachen. Ja, Moment. Nicht so überstürzt, 24. So weit sind wir noch nicht. Lass den doch erstmal aufmachen. Und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich, dass Noah da unten noch unterwegs ist. Den muss man dann nämlich echt im Auge behalten. Der kann dann nämlich über die Stairs durchaus nochmal hochrotieren. Und dann, wenn er Glück hat, sogar beide erwischen. Das ist aber so der Worst Case. Aber zumindest auf jeden Fall Ärger machen. Und als Bandit hat er natürlich auch noch ein C4 in der Tasche. Das darf man auch nicht vergessen. Also der kann eventuell auch einfach ein C4 übers Geländer schmeißen und dann ist da auch ganz schnell mal einer weg. Und jetzt pusht er gerade mal ein bisschen gegen, ist aber tatsächlich nicht viel passiert. C4 zündet nochmal, aber macht dann zum Schluss keinen Schaden mehr. 24 hat einiges an HP eingesteckt, aber Noah ebenfalls, der ist ganz, ganz low jetzt. Aber by the way, nicht alleine, denn Tooms ist da auch noch unterwegs. Ah, zieht sich aber jetzt dann auch langsam mal zurück. Eine weite Smoke kam noch geflogen vom Attic rüber von Medusa. Und Sketchy ist gerade ganz schön unter Feuer geraten von Goody, der ihn jetzt hier auch rauskriegt. Marcel kriegt Medusa und jetzt wird es wieder schwierig für Trilux Esports. Denn gleiches Spiel wie vorhin in Runde 1. Man verliert jetzt an blöden Stellen Leute hier. Disrespect und Noir allerdings nochmal schön gegengearbeitet, kriegen 24 und Scooby. Und damit ist es im 3-3 durchaus nicht unmöglich. Aber Noir nach wie vor sehr low und Disrespect mit 50 HP auch nicht mehr so wahnsinnig gut dabei. Tooms kriegt allerdings Standings, damit jetzt die Überzahlsituation für Trilux. Ja, der Plant geht jetzt gerade down am Default Plant Spot. Goody hier mit dem Plant. Thooms auf den White Stairs kriegt das natürlich mit, kann die Informationen weiter an Noah geben, der im falschen Moment rumzieht, den Frag nicht bekommt, weil Goody nämlich sowohl Disrespect als auch Thooms fragt und Marcel aimt das da sehr, sehr schön ab. Und damit geht die nächste Runde an Eutheticum. Ich finde aber, dass Trilux hier sehr, sehr viel richtig gemacht hat. Nämlich viel früher Druck zurück ausgeübt. Das ist immer die Frage, hey, gehst du auf das Spielchen ein, was Eutheticum hier mit dir spielen möchte, oder arbeitest du halt relativ früh schon dagegen? Und man hat ja in der ersten Runde gesehen, was auf einen zukommt, nämlich wahrscheinlich wieder ein Split-Push einmal über Big Tower und über Master Bedroom. Und dann kannst du natürlich auch sagen, hey, wir arbeiten da relativ früh dagegen. Bandit meiner Meinung nach ein bisschen zu nervös am Abzug, also war da zu aggressiv dann im falschen Moment, weil er hätte auf den Push auf Attic hätte er viel mehr Einfluss haben können. Vielleicht sogar mit einem C4 von unten, also pre-placed Call von dem Smoke, der da ja die Attic gespielt hat, der in Attic gespielt hat. Also der Ansatz war meiner Meinung nach sehr, sehr richtig, nämlich früher Druck ausüben, aber die Ausführung da, die war ein bisschen stolprig und deshalb konnte das Eutheticum trotzdem hier noch sehr, sehr solide runterspielen und verdienen sich hier die zweite Runde. Und ja, man entscheidet sich jetzt hier auch richtigerweise, nachdem man zweimal den Spot oben verloren hat, nach unten zu gehen und eben Laundry zu halten. Und auch der Aufbau bis dato relativ Standard, in Anführungsstrichen. Also wir haben wieder eine Rotation Richtung Blue. Das sehen wir inzwischen ja sehr, sehr häufig. Das spielt dann meistens ein Smoke. Wir haben auch schon mal einen Warden da spielen sehen, weil der Angriff da oft mit eigenen Smokes versucht, gegenzuarbeiten. Auch die Rotation, die das Smoke gerade aufmacht, beziehungsweise das Peekhole Richtung Pillar, ist eine relativ Standardgeschichte. Und das ist jetzt immer die Frage, wie sich als angreifende Team, wie es damit umgeht, was da auf sie zukommt. Das ist definitiv nicht der richtige Call, zu sagen, wir gehen alle zusammen über Blue durch diese eine Tür da, weil da gucken einfach zu viele Leute hin. Da verliert man sehr, sehr viel Zeit, damit eben auch die Utility da rauszubaiten. Deswegen ist es smarter, zu schauen, sich über das gesamte Gebäude zu nähern, zum Beispiel über die Main Door, wie Sanix das hier sehr, sehr schön macht, und über Blue und über Strip, über Freezer, vielleicht auch über
über Big Tower, also alles das sind Möglichkeiten, aber wir haben in den ersten Runden schon gesehen, dass Eutheticum auch diese Art der Herangehensweise vorzieht, sich von mehreren Seiten gleichzeitig zu nähern, und das genau das tun sie ja auch. Sie loten so ein ganz kleines bisschen alle ihre Möglichkeiten ab, nähern sich hier über Garage, machen auch in Big Tower, sammeln da Informationen. Hier haben wir auch schon die ersten Spieler unten auf dem Freezer Stairs. Also man hat hier sehr, sehr viele Fronten, an denen man gleichzeitig versucht zu arbeiten. Und das macht es für die Defense natürlich auch schwierig, sich auf eine gewisse Seite zu konzentrieren. Wenn immer wieder gecallt wird, hey, da kommt jemand von da, da kommt jemand von da, da kommt jemand von da, dann kann es eben passieren, dass sich Lücken in der Verteidigung auftun, die Eutheticum dann sehr gut nutzen kann. Stanix jetzt hier mit dem Opening gegen Number One. Bandit, der hier am Roam war, oben. Guter Frag, den da rauszuziehen, weil der kann gefährlich werden, aber hier Thumbs mit dem Refrag auf Standex, sehr schön gemacht, hat die Sekunde ausgenutzt, in der eben der Operator sich von den Freezer Stairs wegbewegt hat und ist da nach vorne gepusht, sehr schöner Headshot hier durch die eigenen Holes des Mavericks, so als Maverick zu sterben, ist immer richtig räudig, das möchte man nicht, die eigenen Holes sterben, ist immer frech. Jetzt Disrespect, macht seinen Namen alle Ehre und nimmt 24 an den Laundry Stairs noch raus. Stark gespielt. Und jetzt muss man halt eben als Eutheticum gucken, was man macht, weil von allen Seiten irgendwas machen geht jetzt nicht mehr. Man ist hier definitiv in der Unterzahl. 2-4 Situationen, 1:10 noch zu spielen. Ah, das wird nicht einfach. Die zwei Attacks waren gerade durchaus sehr, sehr schön, aber jetzt scheint man hier zumindest in Runde 3 auf Seiten von Trilux mal auch vielleicht eine Runde hinzukriegen. Doch ist die Runde nicht vorbei, also, ne? Immer das gleiche Spielchen, was wir immer sagen. Erst wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Also von daher warten wir es mal ab, aber sieht auf jeden Fall schon mal wesentlich besser aus. Und Trillus braucht die Runde auch, denn du möchtest nicht in den ersten drei Runden schon 3-0 hinterstehen, gerade dann nicht, wenn du der Defense bist. Auch wenn es hier auf Oregon natürlich nicht so ist, wie auf Villa, wie auf anderen Maps, wie auf Clubhouse oder sowas, dass jetzt die Defenses so wahnsinnig dramatisch sind. Aber trotzdem ist es so ein Rückstand von 3 Punkten ist immer ein bisschen blöd. Noir ist in der Zwischenzeit gestorben, damit steht es im Moment 2-3, aber so langsam rennt Eutheticum die Zeit hier davon. Die haben noch gute 20 Sekunden jetzt, hier irgendwie über Freezer reinzukommen, und das wird nicht einfach. Schön gemacht von Disrespect, passt da gut auf, Scooby kriegt ja nochmal den guten Goodie, Refrag an der Stelle. Aber gucken wir uns die Zeit an, 7 Sekunden, da hat Scooby dann auch keine Chance mehr. Tooms kriegt den letzten Kill und Trilux holt sich auch mal die erste Runde ab hier. 2-1. Wichtig für Trilux, hier zumindest schon mal anzuschließen. Also ein ganz kleines bisschen mal den Wind aus den Segeln nehmen, ein ganz kleines bisschen auf die Bremse drücken, damit Eutheticum hier nicht zu souverän immer weiter in die Runden reingeht. Es ist nun mal einfach wichtig, dass man eben auch mal Runden für sich entscheidet, vor allem auf Oregon, die ja so ein bisschen auch immer verteidigerlastig orientiert, sich zwar immer mehr in die 50-50-Situation bewegt, aber nichtsdestotrotz, es ist wichtig, hier so viele Runden wie möglich immer zu holen, auch in der Verteidigung, wie das auf anderen Maps auch wichtig ist, weil im Angriff wird es halt immer ein bisschen happiger, gerade unten in Laundry, was halt man hier eigentlich ganz gut gelöst hat, weil man versucht hat, in unterschiedliche oder über unterschiedliche Richtungen was zu machen. Aber das gibt natürlich auch Trilux die Möglichkeit, an unterschiedlichen Fronten hier und da mal wieder einen Kill zu ziehen. Und dann, je schneller du blinzelst einmal und dann steht es auf einmal 3-5. Und dann ist es natürlich schwierig, weil dann musst du gucken, wo gehst du jetzt lang? Und man hat halt auch vor allem seine Utility noch nicht besonders gut an vielen Orten eingesetzt. Also weder Granaten doch irgendwie die Sophia-Charges, seien es die betäuben oder die halt mal ein Schild wegmachen können. Nichts hat bisher für Eutheticum da unten funktioniert. Und das ist halt die Sache, was wichtig war. So sieht's aus. Gucken wir mal. Runde 4, 2 haben wir noch in der ersten Hälfte. Und dann unterhalten wir uns, glaube ich, nochmal darüber, wie dann so der Zwischenstand ist. Und da wird's nämlich dann besonders interessant. Auf jeden Fall, wie gesagt, für Trilux wichtig, jetzt hier die Runde schon mal mitzunehmen und am besten jetzt Kidstorms, dass man die ersten zwei Runden nicht gewonnen hat, jetzt nochmal hinterher schieben. Dann sind auch Trilux, glaube ich, auf einem ganz, ganz guten grünen Zweig hier in der ersten Hälfte, und dann schauen wir mal, so ein 3-3 zur Hälfte ist ja absolut auch noch immer noch drin. Von daher gucken wir mal und warten was erst einmal ab. Disrespect, der wieder weit, weit weg,
eigentlich einen Bombspot wieder tief im Roam. Kann er natürlich auch wunderbar machen als Melusi, der wird seine Gadgets oben gesetzt haben und dann heißt es, ja, dann machen wir mal ein bisschen Laufübungen über die verbleibende Map. Währenddessen gleiches Spielchen von Eutecticum, was hier den Tower angeht. Da ist nämlich wieder der Maverick sehr, sehr fix am Arbeiten und 24 am Sledge gleich hinterher. Diesmal tatsächlich keine Gegenwehr von unten. Da hat sich Trax gesagt, ja, das ist nicht gut gegangen, also lass uns lieber gleich ganz bleiben. Vielleicht kann der Suspekt ja später nochmal wegrotieren, wenn es dann ein bisschen besser wird. Schön einfach mal kurz rumgezogen mit der Shotgun. Sketchy holt sich da den guten Standex ab. Sehr, sehr schön gemacht. Und oh, das ist auch ein schöner Kill von Tooms. Kriegt ihr den guten Marcel einmal kurz den Headshot gelandet. Du hast im Moment injured, damit effektiv eine 4 versus 3. Jetzt fällt es dann auf einmal ganz schnell, denn Scooby mit 2 Kills, 24 kriegt Disrespect, der dritte für Eutecticum hinterher, 2 versus 3. Damit ist das Spielchen gleich mal wieder rumgedreht. Eutecticum nämlich jetzt im Vorteil, aber das könnte ein schöner Kill werden. Nein, 24 kriegt den Kill, Tooms verliert da leider den Gunfight und damit ist Medusa hier on spot ganz alleine unterwegs auf dem Smoke. Den Opening oder den ersten Kill, der auf sein Konto gehen muss, den kriegt er schon mal. Medusa nimmt hier Scooby raus und das ist damit ist der Diffuser down. Das wird er auch mitbekommen haben, aber trotzdem hat er hier noch zwei Spieler gegen sich und ist hier so ein ganz kleines bisschen eben in der Unterzahl. Aber er hört die Banshees, er weiß also, wo sich die Angreifer befinden. Er hört auch, dass der Plant down geht und er muss sich jetzt nicht um den kümmern, der plantet, sondern um den covert. Der covert den Injured er auch. Sledge liegt hier injured und jetzt mit der Shotgun. Oh. Shotgun auf die Close Quarter. Das könnte für ihn tatsächlich funktionieren. Dass er in einer 1-zu-1 Situation ist, das weiß er. Piekt er einmal rum, secured sich den Kill. Das ist auch wichtig, um mal immer wieder eine Information zu denyen, damit man halt eben nicht Calls gibt. Und er piekt da sehr schön rum mit der Shotgun, kriegt den Kill auf Goody und kriegt auch den Diffuse. Stark gespielt hier von Trillix und vor allem von Medusa. Er ist sich noch nicht sicher, ob er das gewinnen möchte. Ich glaube, dass gerade irgendwas mit Serverproblemen gerade passiert ist. Das ist natürlich sehr, 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 sehr unglücklich. Okay. Dann machen wir da mal gerade kurz einen Strich drunter. Das ist dann mal kurz ein Rehost an dieser Stelle. Da ist offensichtlich irgendwas ganz schief gelaufen anscheinend. Gute Frage, was das ist natürlich, ganz. Ich weiß gerade ehrlich gesagt auch nicht, was das Regelwerk in solchen Situationen vorsieht, ganz, wenn ich da ehrlich bin. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr unglücklich, weil die Runde, es war ein, also man, von Medusa, es war einfach ein, das war einfach ein sehr schöner Klatsch, muss man einfach sagen. Und dann fliegt er da ganz unglücklich raus. Das ist ärgerlich. Es wird da so ein ganz kleines bisschen, Eutecticum wird da im Nachhinein so ein ganz kleines bisschen zum Verhängnis, dass sie sich halt eben nicht um diese, zum Beispiel um dieses Banshee gekümmert haben, was ja im Vorfeld auch schon auch mit für den ersten Kill verantwortlich ist, meiner Meinung nach. Wenn ich das richtig gesehen habe, war vielleicht auch da der Ace gerade dabei, das zu knifen, damit es halt eben weg ist. Nee, der Ace hat am Ende noch gelebt, da muss es ja jemand anders gewesen sein. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich blöd, du plantest und dann ist es dir natürlich egal, weil dann bist du eh auf der einen Position, aber dann, wenn dann dein Teammate noch fällt und du auf einmal in einer 1-zu-1 Situation gegen eine Shotgun bist, auf diesem engen Raum, dann ist das natürlich sehr, sehr ärgerlich, wenn du da in diesem Banshee drin noch stehst und dich halt nicht richtig bewegen kannst und vor allem die ganze Zeit die Informationen an den Smoke auch weitergibst, wo du bist, weil der weiß ja ganz genau, in welchem Umkreis um dieses Banshee herum sich der Angreifer dann befindet in dem Moment und kann das natürlich sehr gut nutzen. Und das hat er auch sehr schön einmal in die Rotation geschossen, um von da aus die Informationen halt weiterzugeben, dass sich da was bewegt. Und dann dreht sich halt Ace in dem Moment um und dann flankt er sehr schön von der anderen Seite. Also auch in dem Moment sehr, sehr gut gespielt, wie auch vorher schon die anderen zwei Frags. Damit hat er die Runde eigentlich für sein Team geholt. Jetzt bin ich mir aber nicht ganz sicher, weil ich glaube, dass die Da möchte ich jetzt keine Entscheidung treffen. Aber früher war es mal so, dass die Runde dann trotzdem leider an den Angreifer. Wahrscheinlich, genau. Also vom Ergebnis her war es jetzt gerade natürlich so, dass das Eutecticum natürlich dann zum Schluss gewonnen hat, weil der Plant natürlich durch war und er rausgeflogen ist. Das entscheidet im Zweifel natürlich den Admin. Aber meines Wissens nach dürfte sich da wahrscheinlich an dem Ergebnis nichts ändern. Das müssen wir dann mal abwarten. Wie gesagt, das, im Zweifel muss das ein Admin an der Stelle entscheiden. Da sind wir natürlich
raus. Und der gute Joste hat uns gerade mitgeteilt, dass euch Tacticum Trilux den Punkt quasi gibt an dieser Stelle. Oh. Also überlässt. Und das, muss ich sagen, das nenne ich mal Fair Play, liebe Leute. Ja, definitiv Fair Play an der Stelle. Und aber auch eben eine kleine Würdigung an die Leistung von Medusa in dem Moment. Also das ist schon, so wünscht man sich das im Sport halt eben, dass man solche Sachen halt einfach auch macht. Das ist wirklich eine korrekte Aktion und da Hut ab vor der Entscheidung von Neutacticum. Absolut. Und wir sind natürlich, vor allem, wir sind ja hier auch im King of the Hill, also von daher ist das wahrscheinlich punktetechnisch eh natürlich einigermaßen zu verschmerzen an der Stelle. Aber wie gesagt, die Runde, also wenn er nicht rausgeflogen wäre, hätte Felix ja eh die Runde gewonnen, aber natürlich trotzdem sehr, sehr schöne Geschichte für Eutacticum da. Gut, wie gesagt, wir haben kurz einen Rehost, das heißt, wir werden da mal kurz warten, bis es weitergeht und die Info kriegen wir gerade, dass es weitergeht. Das heißt, wir haben jetzt noch kurze 3 Minuten, die wir da den Delay noch abwarten und dann sind wir auch wieder drin im Spiel. Und an der Stelle, wenn wir eh schon gerade von Infos aus dem Hintergrund kriegen dabei sind, möchten wir an der Stelle natürlich auch mal an alle, die da im Hintergrund mitarbeiten, einen kleinen Dank schon mal raushauen. Nämlich einmal der liebe Joste, der heute uns wieder als Observer mit dabei ist in jedem Match. Also der arbeitet auch die ganze Zeit im Hintergrund damit. An den lieben Tagern, der uns heute in der Production entsprechend euch das Bild liefert sozusagen. Wir sind nur die 2 Kollegen, die vor der Kamera sitzen und unseren Senf dazugeben dürfen. Aber die ganzen Technikkrempelgeschichten machen andere im Hintergrund. Und an dieser Stelle, wenn ihr auch Lust habt mitzumachen, sei es als Caster, sei es Observer, sei es als Producer da mal reinschnuppern wollt, da mal mitmachen wollt, vielleicht dann an Millis oder meiner Seite sitzen wollt, dann geht doch einfach mal auf die OPL-Seite, klickt euch einmal auf den Menüpunkt Jobs ganz unten in der Fußleiste und dann könnt ihr euch bewerben und sitzt vielleicht dann neben uns. Ja, und wir freuen uns natürlich über jede Unterstützung, die wir bekommen können. Gerade es gibt genug Leute hier, die wirklich sehr, sehr viel Zeit wirklich auch investieren und das auch natürlich gerne machen, um euch hier auch am Freitag sowas wie den King of the Hill liefern zu können oder halt eben auch den ganzen Liga-Betrieb halt noch mit unterstützen. Natürlich noch, das geht ja noch weiter als die Leute, die sich um den Stream kümmern. Das ist ja ein Riesenteam, was da dahinter steht, was das hier alles überhaupt möglich macht. Die gesamte OPL, das gesamte Team, was da dahinter steckt. Und da ist natürlich immer jede helfende Hand natürlich immer sehr willkommen und ich meine, ich bin ja jetzt auch seit ein paar Wochen dabei, ich kann nur sagen, es ist ein sehr professionelles Umfeld in jeder Hinsicht und man wird hier sehr gut eingearbeitet. Und, also falls da jemand jetzt sitzt, ich würde es gerne mal probieren, aber ich habe ein bisschen Angst, auf jeden Fall probieren. Die Angst wird einem spätestens hier genommen. Angst braucht ihr auf jeden Fall nicht haben. Dafür sind wir da. Dann nehmen wir euch mit an die Hand. Ihr werdet da neben uns mitgesetzt. Ihr kriegt das alles einmal entsprechend erklärt und alles. Also da braucht ihr überhaupt keine Angst haben. Wichtig ist, ihr wollt es machen und habt Lust drauf. Das ist das Einzige, was ihr an Voraussetzungen haben müsst sozusagen. Genau. So sieht's aus und damit können wir, glaube ich, jeden Augenblick auch gleich wieder reinjoinen ins Match. Da warten wir jetzt mal ganz noch einen kurzen Augenblick drauf, dann geht es tatsächlich auch gleich schon wieder los und dann gucken wir mal. Wir sind für alle, die es gerade vielleicht verpasst haben, die jetzt erst einschalten, wir sind jetzt dann gleich in Runde 5 und es steht dann jetzt 2-2. Ich habe das Ergebnis von gerade nochmal bei mir schon mit eingetragen. Also 2-2 geht es jetzt dann mit in Runde Nummer 5 hinein. Also von daher, wie gesagt, sehr, sehr schöne Geschichte. Und damit ist die Frage vom lieben Schmidti auch gerade an der Stelle beantwortet. Und jetzt warten wir nur noch drauf, dass wir hier wieder drücken, der liebe Joste, und das tut er jetzt. Und damit können wir wieder zurückgehen in unser Match, denn wir sind erst in Runde 5, da kommen noch ein paar Runden. Definitiv, und bis jetzt zeichnet sich schon ab, dass das Match, wie auch das, was wir vorher gesehen haben und wie die meisten Matches hier im King of the Hill laufen in den letzten Wochen, wirklich sehr, sehr spannend wird. Also wir haben wieder ein 2-2 natürlich, ist auf beiden Seiten gute Aktionen gesehen. Für mich persönlich hat Eutacticum so ein ganz kleines bisschen in die Nase vorne, weil, also, wenn Trilux hier eine Runde holt, dann ist es immer so ein bisschen auch abhängig von so einzelnen Aktionen, wie zum Beispiel diesem Klatsch gerade von Medusa. Das sind Sachen, die kalkulierst du ja im Vorfeld nicht mit in deine Strategie, sondern das sind Sachen, die passieren halt, weil die einzelnen Spieler gerade Bock haben, die Runde dann noch zu holen oder halt alles richtig machen in dem Moment und das hat er. Aber das ist nichts, womit du halt eben rechnen kannst. Aber trotzdem muss Trilux versuchen, dir solche Situationen gar nicht erst
zustande kommen zu lassen, sondern halt im Vorfeld schon die Strategien so auslaufen zu lassen, dass es gar nicht erst zu einer 3-1-Situation kommen muss, in der halt mit Smoke oder Mute mit der Shotgun da Vollgas geben muss, sondern dass du halt vorher schon die Runde auf deine Seite holst, weil solche Klatschsituationen willst du eigentlich nicht haben, sondern du möchtest das vorher schon entschieden haben und das müssen sie eben ändern. Für Eutecticum meiner Meinung nach, die dürfen weiter so, also dürfen definitiv weiter ihren Weg fahren. Die spielen hier sehr, sehr schön zusammen, hatten ein bisschen Probleme unten auf der Attack Richtung Laundry, aber auch hier haben sie jetzt in dem zweiten Durchgang wieder einen Versuch, da irgendwie Fehler auszubügeln. Also da bin ich mal gespannt, wie sie das angehen. Nichtsdestotrotz muss Trilux Esports hier so ein ganz kleines bisschen mehr Gegenwehr leisten. Ja, definitiv. Trotzdem, zum Schluss ist immer das, was oben am Scoreboard steht, das, was entscheidet. Also von daher hast du natürlich völlig recht. Man will es nicht so weit kommen lassen. Im Zweifel nimmt man es natürlich lieber so, bevor die Runde ganz an den Gegner geht. Aber ja, ja. Müssen wir mal abwarten. 2-2 steht es nämlich, deswegen ist das für Trilux auf jeden Fall, selbst wenn es 4-2 steht, es wäre nicht gut für Trilux, aber wahrscheinlich noch kein Beinbruch, je nachdem, wie es dann gleich in der Attack funktionieren wird. Also das werden wir eh mal schauen, wie es dann jetzt gleich nach Runde 5 und 6 aussieht. Aber du hast natürlich recht. Das ist mal ein schöner Kill hier, beziehungsweise Kill ist es technisch noch nicht, denn das ist vielleicht das nur in Anführungszeichen Injured gesetzt, aber den hat man da sehr, sehr gut ausgedroht und direkt einfach mal durchs Window gezogen. Fuß muss hier höllisch aufpassen, dass er nicht auch noch gezogen wird. Hat schon einiges an Schaden eingesteckt. Sandex kriegt Sketchy. Das ist der dritte Defender, der da oben gegen zu arbeiten versucht und auch quasi direkt fällt und das ist ganz, ganz schlecht für Trilux. Sandex kriegt dann auch Disrespect, man lässt ihm quasi da den Kill nochmal, Tooms fällt ebenfalls jetzt zumindest mal injured, also das ist was eigentlich nicht passieren darf, dritter Kill nämlich für Sandex, der jetzt aber gezogen wird von Medusa, Scooby ist injured, wird auch gezogen von Noir nochmal, also sehr, sehr heftiger Gunfight da oben in Kids in Attic, aber trotzdem eigentlich... Ja, für Trilux fast noch Glück gehabt, dass sie da in Anführungszeichen noch glimpflich rausgegangen sind mit dem 2 versus 3. Muss man was sagen. Es war gerade timingtechnisch so gut gemacht von Eutecticum und auch hier wieder genau dann an der Stelle, wo sie sein müssen. Jetzt geht er tatsächlich endlich down. Also Medusa jetzt endlich down, hat noch zwei starke Kills gemacht, das C4 in der Luft zerschossen. Wahnsinn. Spenshi liefert hier wieder die Information, aber trotzdem Marcel hat auch hier den Flank wieder. Schön im Visier und Noir fällt da leider und damit geht die nächste Runde an Eutecticum. Aber, also, ist dir aufgefallen... ist dir aufgefallen, wie gut die Crossfires und wie gut das Timing technisch auch gepasst hat? Ja, ja. Das Fenster wird aufgeschlagen in Games. Der Verteidiger dreht sich um zum Fenster, wird dann durch die Wand quasi geprefired von der Sophia und ist injured. Dann in dem Moment, in dem jemand kommen möchte, um das zu covern, guckt die Sophia aber schon wieder Richtung Whitestairs, kann da den Frag holen. Sledge aimt in derselben Zeit Richtung Attic, da wo der andere Verteidiger unterwegs war, der Jäger auf Tooms war es, glaube ich. Mhm. Und dann auch dieser Peak zusammen mit dem Fenster. Also das Fenster angeschossen, er guckt nach rechts auf Fenster und wird dann von Attic aus gepusht. Also das war timing-technisch, ob das jetzt gepasst haben, also so abgesprochen war im Detail, ist die Frage, aber es ist halt auch immer, wenn ein Team schon lange miteinander spielt, dann funktionieren solche Sachen aber auch ohne, dass man das miteinander groß besprechen muss. Das ist halt einfach, dann wird die Grundidee weitergegeben, aber der Rest, der passt halt einfach. Dann schießt auch jemand mal einfach durch ein Fenster, um die Aufmerksamkeit auf das Fenster zu ziehen und jemand anders merkt das und kapitalisiert darauf. Das war wirklich... Denn mehr als sauberer Angriff von Eutecticum und sie verdienen sich das definitiv, den mit nach Hause zu nehmen. Trilux war da einfach ein bisschen, es war einfach ein bisschen überrascht, waren sie, glaube ich, von dieser ganzen Geschichte. Es ging einfach wieder super schnell auch und da hat man noch nicht so richtig die Lösung gefunden, wie man diese Geschwindigkeit daraus holt. Weil wenn Eutecticum erstmal rollt, dann rollen die. Scheinbar. Und da muss man jetzt erstmal einen Riegel vorschieben und das wird schwierig. Ich mag den Blitzpick, der gefällt mir super gut. Weißt du, was sie mit dem Blitzpick machen? Bitte, überrasch mich. Die holen den Smoke, mich. Den Smoke da, den holen sie da raus mit. Du kennst das schon aus der Ascension League. Wahrscheinlich. Ja, ich kenne das aus der Ascension League. Die Kollegen. Noch besser. Also, nee. Das erste Mal habe ich das tatsächlich in Ranked gesehen, witzigerweise. Okay. Und dann habe ich es aber schon in der Ascension League auch gesehen. Da hat es nämlich G2
GC eSport gemacht, genau, mit dem Blitz. Und scheinbar setzt sich das durch. Ist halt eine gute Strategie, um da vorne reinzugehen. Ist natürlich schwierig, weil der Smoke da dagegen smoke natürlich auch. Zooms hier mit dem Kill gegen Marcel, mit dem Maverick raus. Ist erstmal nicht so wichtig. Wenn man verhindern kann, dass die Rotation da hinten wieder zugemacht wird, dann ist der Maverick auch erstmal nicht so der große Verlust. In der Zwischenzeit fällt aber Scooby, damit der Blitz auch endlich raus. Aber die Kontrolle über Blue hat man halbwegs. Aber wie ich sehe gerade, dass der Smoke sich da hinten auch wieder durch die Rotation reingesneakt hat. Also der könnte da immer noch gefährlich werden. Den muss man da rauskriegen. Ansonsten kann man in Blue selber nicht gut arbeiten. Und selbst wenn man Blue dann aufgibt, kann man auch von den Big Towers da nicht mehr viel machen, weil man halt eben an diese Rotation da oder an die Tür ran rotiert und da eben nochmal einen zusätzlichen Cross hat. Das heißt, wenn man jetzt hier schon mal angefangen hat, Richtung Blue anzugreifen, dann sollte man eben auch schauen, dass man das da los wird. Die Utility hätte man theoretisch noch. Es ist eine Sophia, es ist noch ein Ace und es ist noch ein Statch da. Das heißt, die Möglichkeit, mit Granaten da was zu machen, ist definitiv gegeben. In der Zwischenzeit Standings mit dem Double Kill. Die Sophia macht ihren Job, Noir und Sketchy damit raus. In der Zwischenzeit liegt der aber injured, bekommt ein bisschen Support von seinem Teammate, aber der Smoke da, der ist und bleibt gefährlich im Blue. Hinter dem Schild, der wird auch hören, dass sie da versuchen zu picken und macht das smart. Versucht nicht irgendwie da greedy reinzupieken, sondern ja, schönes Timing hier. Medusa wieder mit dem Double Kill. Und das ist eben das, was jetzt Tacticum eben so stark gemacht hat, ist jetzt auf Seiten von Trillux nämlich auch da, nämlich dieser Double Peak. Bennett war ein bisschen schnell, also der ist da ein bisschen greedy rangegangen, aber trotzdem hat halt eben sein Teammate daraufhin halt auch gepiekt, weil in zwei Richtungen kannst du halt nicht gucken. Zumindest nicht mit einem Operator. Und deswegen haben sie das gut gemacht. Definitiv. Und damit haben wir das 3-3 zur Hälfte. Das ist für Eutacticum als auch für Trillux, glaube ich, ein Ergebnis, das absolut in Ordnung geht. Ich glaube, Eutacticum hätte mehr gewollt. Definitiv in der ersten Hälfte mit den Attacks, die wir gesehen haben, waren dort doch einige knappe Geschichten dabei. Aber man muss auch sagen, gerade jetzt die Runde, Trillux, die haben einfach das sehr, sehr gut erkannt und gelesen und da einfach wunderbar auch gegengehalten. Insbesondere der Smoke da drüben in Blue. Sehr, sehr schön gemacht, den Blitz drauf früh rausgekriegt und damit effektiv die Hauptgefahr unten gebannt, zwei Kills für sich entschieden und damit 5-3 Überzahlsituationen auch relativ schnell hergestellt und dann wird es einfach schwer, dann da irgendwie eine Kontrolle zu etablieren für Eutacticum in der Runde jetzt gerade. Also von daher ganz, ganz anständige Geschichte für Trillux und damit, wie gesagt, 3-3 zur Hälfte. Ich denke, wenn man das jetzt mal sieht, geht das Ergebnis auf jeden Fall für beide Teams im Moment erstmal völlig in Ordnung. Und da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, was die zweite Hälfte bringt, denn Trillux, die werden jetzt in die Attack gehen und da bin ich, da müssen wir jetzt mal gucken. Eutacticum werden das sicherlich versuchen, so gut wie es geht natürlich zu verteidigen. Und Trillux, ein paar Kleinigkeitsgeschichten, die in der Defense dann ja, so ein bisschen problematisch gewesen sind, man aber noch einigermaßen gut ausbügeln konnte, weil man natürlich auch die Defense so ein bisschen auf seiner Seite hat. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt in der Attack auch funktioniert oder ob es da ein bisschen schwieriger wird. Interessant übrigens, dass wir hier mal eine Gridlock wieder sehen. Ist ja immer noch ein Operator, den man gar nicht so häufig sieht. Ich finde ihn allerdings, ich spiele ihn erstens selber gerne. Ich finde ihn tatsächlich, er wird manchmal echt unterbewertet. Mit diesen Trackstingers und Smokes dabei. Klar, dass die Gridlock laut ist, dass du die von über die halbe Map hörst, das ist logisch. Aber gerade als Support, finde ich, darf man die nicht unterschätzen. Ja, was auch viele Leute vergessen, sie ist ein 3-Speed, ne? Zusammen mit 3-3-Armor. 3-Armor, ja genau, das verwechsel ich immer, das ist ganz schön. Da hältst du ja auch ein ganz kleines bisschen mehr mit aus. Und das ist auch, kann auch immer wieder mal ein Vorteil sein. Also vor allem in den letzten Sekunden kann das immer wieder schon auch wichtig sein. Deswegen auch bei Fuse nicht zu vernachlässigen, dass der ja auch als ehemaliger 3-Speed 3-Armor. Tums. Unlucky. Da im falschen Moment. Das kann man von mir aus mal Timing nennen. Aber so ein 3-Armor, der hält schon allerdings mehr aus und das kann auch Vorteile haben. In der Zwischenzeit fallen hier einige Kills. Sketchy kann 24 rausnehmen, Minusa nimmt Marcel raus und damit ist Eutacticum so ein bisschen im Vorteil. Sie sind einer mehr, anderthalb Minuten noch zu spielen. Also sowohl für Sketchy und Medusa besteht hier immer noch die Möglichkeit, viel zu machen und können hier definitiv die Runde noch auf die eigene Seite holen, aber dafür muss man natürlich auch mit Informationen arbeiten. Was wir hier alle gerade sehen, ist die Tatsache, dass zumindest keine aktiven Drohnen mehr von den beiden möglich sind. Das heißt, sie müssen sich auf das verlassen, was sie an Calls haben und was sie vielleicht durch Rotationscamps oder durch Camps, die halt eben on-site stehen, an Informationen bekommen. Aber neue beschaffen können sie sich jetzt so erstmal nicht. Und das ist natürlich für einen Execute relativ schwierig. Man entscheidet sich jetzt dafür. Nein, man entscheidet sich. Das ist eine.
Ich weiß, also eigentlich finde ich das eine gute Idee, dass man das jetzt wieder zerschießt, weil man macht sich ja einen zusätzlichen Angle auf Richtung Attic und da spielt ein Bandit drin und er kann halt einfach von der Seite mehr dann versuchen, da irgendwie Stress zu machen. Fällt aber jetzt gegen Medusa mit einem sehr schönen Headshot und das ist der erste Kill, den sie brauchen. Damit wissen sie jetzt vielleicht, dass einer hinten am Big Winner ist, der andere auf White Stairs. Wenn sie mit ihren Smokes jetzt gut spielen und davon haben sie genug, dann können sie definitiv auf einen Plant gehen oder vielleicht nochmal rotieren Richtung Attic. Aber Gott, Goody hält hier einen sehr starken Angle, piekt im falschen Moment aber rum. Scooby piekt dann aber wieder auf die Medusa, kriegt den Kill und damit ist, ja, damit ist Sketchy alleine und fällt auch gegen Scooby. Und da ist man, ich glaube, da fehlt so ein ganz kleines bisschen die Information darüber, wo sich der Verteidiger in dem Moment befindet. Tatsächlich. Ja, das glaube ich auch. Also, du hast es ja gesagt, man hat es auch schön gesehen rechts, wenn dann diese kleinen Punkte sind, dann, wenn er hell ist, dann hat derjenige noch eine Drohne in der Hinterhand. Wenn es dunkel ist, ist die schon geworfen. Und wenn X da steht, dann, ja, ist die Drohne schon kaputt geschossen. Oder halt, wie auch immer. Schwierig, ohne Utility da groß mit interessantes Scoreboard übrigens, auf beiden Seiten. Muss natürlich dazu sagen, die ersten vier Runden sind da natürlich nicht mit drin, weil wir ja vorhin noch einen kurzen Rehaust hatten. Ja, war schwierig da reinzukommen. Ich habe erst gedacht, in der Mitte der Runde Eutecticum, die sind da, glaube ich, Richtung Master Bedroom auf den Breach, ist man, glaube ich, nochmal draufgegangen. Da hat man, glaube ich, die zwei Leute verloren bei Eutecticum. Ich glaube, das war ein bisschen, man wollte vielleicht da an der Stelle ein bisschen zu viel. Nichtsdestotrotz, zum Schluss hat man es einfach sehr gut runtergespielt, hat den Vorteil genutzt, den man hatte, eben die Positionen genutzt, die man hatte, geschickt rotiert und wie gesagt, Trillux, du hast es ja gesagt, ohne Info ist es einfach unglaublich schwierig, selbst mit Smoke, selbst mit Gridlock. Hätte man da vielleicht was machen können, aber ja, einfach ist es trotzdem nicht. Und das mit dem Ace ist natürlich einfach ärgerlich, dass man da sein Utility ein bisschen verschwendet hat, auch wenn du es ja so schön gesagt hast, die Ace da kaputt zu schießen, war vielleicht gar keine schlechte Idee. Trotzdem ja, natürlich am besten auch vorher wissen. Ja, ja, er hat es ja offensichtlich auch gemacht, weil irgendwer gesagt hat, mach das nicht. Das ist doch Quatsch. Ja, wahrscheinlich. Also ich meine, man kann das zusätzlich auch nutzen, tatsächlich, diesen Breach von Trophy Richtung Attic. Und zwar in dem Fall, in dem du als Angreifer auch über Big Tower gehst, um diesen einen Spieler, der vorne in Attic spielt, um dem zusätzlichen Druck zu machen. Dann brauchst du aber sehr viel Kontrolle halt eben über Trophy und auch über Main, dass du da nicht geflankt werden kannst. Dann machst du halt da auf, weil dann brauchst du dich über Main nicht, um Main nicht kümmern und kannst halt den Spieler, der in Attic deine Leute daran hindert, Attic nach vorne zu pushen, den kannst du da zusätzlich Druck machen. Aber in dieser Unterzahlsituation mit zwei Spielern in Master ergibt es keinen Sinn, weil du halt einfach einen zusätzlichen Angle aufmachst, der dir einfach gefährlich wird. Und der Bandit hätte dann, wäre vielleicht nicht an der Tür gestorben, sondern hätte halt eben dieses Loch nutzen können, um halt da in der falschen Situation durchzugucken und dann wäre das noch schlechter ausgegangen, wie es das sowieso schon ist und deswegen die richtige Entscheidung, das wegzuschießen. In der Zwischenzeit frisst Stanix hier ein paar Bullets, der jetzt über Kitchen langsam wieder zurückrotiert. Der hat ein bisschen Stress im Meeting gemacht, das ist auch in Ordnung. Diese Hatch, die da ist, die ist gefährlich und die Claymore da sieht er hoffentlich noch, bevor er da reinläuft. Ich glaube, die hat er schon kapiert. Meinst du? Ja, ja, ja. Ja, er hatte, oh Gott sei Dank, ich bin immer nervös, wenn ich das sehe. Ja, aber gut, die Claymore hat er und damit kann er wieder dann zurückrotieren. Er kriegt natürlich die Information von seinen Teammates, die sich unten on-site befinden, was wo passiert. Und auf Freezer befinden sich, oder auf den Freezer-Stairs befinden sich gerade drei Leute. Maverick fängt auch an zu breachen. Stanix jetzt mit dem ersten Kill gegen Disrespect und mit dem zweiten gegen Medusa. Das ist genau das, was ich meine. Im richtigen Moment rumpieken, weil er die Information bekommt, dass da an der Freezer-Hatch gearbeitet wird. Jetzt der Refrag auf Stanix. Thooms kommt da die Stairs runter. Seine Situation ist natürlich in dem Moment, in dem er da zwei Kills macht, mehr als bekannt. Glücklicherweise ist der Maverick weiterhin am Leben, kann sich um die Hatch da kümmern. Diese Hatch ist relativ wichtig, um den Spieler, der in Freezer selber spielt, ein bisschen zurückzudrängen. Der kann nicht mehr so safe da unten stehen. Macht er jetzt auch. Bandit geht jetzt langsam zurück. Auch das Shield wird da entfernt. Das Problem ist jetzt immer noch, selbst wenn der Bandit sich zurückzieht, hast du immer noch diesen Long Angle, der da gehalten werden kann. Und Sketchy nutzt ihn aber gerade gegen die Verteidigung. Kann Scooby da nämlich rausnehmen, der in Mirabox stand und da den Long Angle gehalten hat. Löcher funktionieren immer wieder in beide Richtungen und mit der Waffe kann man das definitiv mal machen. Tooms in der Zwischenzeit mit dem nächsten Kill gegen Marcel. Damit 3-2 Situation. Eutecticum ein bisschen in der Unterzahl, aber die Position, wie gesagt, der Angreifer, die ist relativ bekannt und da kann man auch noch gut gegenspielen. Sketchy wird sich wohl kaum mit seiner Shotgun da eine Rotation machen. Das heißt, er wird im Laufe der Runde durch die Tür von Freezer gehen müssen. Macht aber jetzt hier einen sehr schönen Headshot gegen 24, der da ein bisschen zu viel piekt, meiner Meinung nach. Gotti jetzt der letzte Spieler gegen 3.
an der Rotation verliert er den Gunfight gegen Thooms und damit geht die nächste Runde an Trilux Esports, die das sehr solide runtergespielt haben, obwohl der Opening da wirklich hätte fatal sein können für die Runde. Ja, also Standex oben hat das sehr, sehr gut gemacht. Erstens mal die Claymore da, ja, Schilden wahrscheinlich zerschossen, schätze ich mal, und dann da rumrotiert. Hat sich da auf Seiten von Trilux, glaube ich, ein bisschen zu sicher gefühlt, auch wegen der Claymore. Da konnte keiner kommen, so nach dem Motto, weil wir da eine Claymore hingestellt haben. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Claymore schön und gut, Moser ist trotzdem, darf den Engel, wo die Claymore steht, dann trotzdem nicht komplett aus dem Gedächtnis streichen. Das ist immer ganz fatal und das hat man gerade schön gesehen. Aber ansonsten, also man muss sagen, Trilux, die haben das da über den Freezer wunderschön aufgebaut, aber Eutecticum hat da irgendwie so ein bisschen die Köpfe auch genau in die Engel reingestreckt, die Trilux da abgeaimt hat, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt. Ja. Also hat sich da einfach zu weit vorgewagt an einigen Situationen und dann verliert man ganz schnell mal 1, 2, 3, 4 Leute und dann das ist es sehr, sehr, sehr ärgerlich. Und deswegen geht die Runde an Trilux und damit sind wir beim 4-4 wieder in einem ausgeglichenen Spielstand und bei dem Match ist das auch hier völlig in Ordnung. Geht jetzt nochmal runter. Ich denke, das ist eine gute Entscheidung für Eutecticum, es hier nochmal zu versuchen. Diesmal vielleicht mit ein bisschen weniger Peaks, wie auch immer man es nennen möchte. Denn übrigens nicht nur diese Runde, auch vorhin oben fand ich, ist also die Frage, wie viel kann man peaken, wie viel soll man peaken. In der Verteidigung lieber im Zweifel einmal weniger. Ja, das ist immer eine... Ja, es ist immer eine Abwägungssache. Genau, du hast definitiv recht. Lieber einmal weniger, weil du halt eben die Zeit hast, die da so ein bisschen für dich spielt, meiner Meinung nach. Und wenn du es doch tust, dann musst du dir deiner Sache halt eben sicher sein. Keine unnötigen Risikos eingehen in der Defense, was die Peaks angeht. Greedy sein in der Defense führt häufig dazu, dass man dafür im Verlauf der Runde noch bestraft wird. Und das war halt leider hier auf Seiten von Eutecticum ein ganz kleines bisschen zu greedy da Richtung Freezer. Das ist halt, wenn man... On Spot vor allen Dingen. Das war knapp. weil man halt einfach, also du musst, natürlich ist dieses Loch dazu gedacht, diesen Long Angle zu halten, aber wenn du ihn hältst und jemand kommt die Stairs runter, dann hast du den Vorteil. Aber wenn du reinpiekst und jemand mit einem A-Cock guckt da durch, dann hat der einfach den Vorteil. Und das musst du wissen. Also selbst wenn du die Dinger machst, um da selber einen Vorteil rauszuziehen, musst du halt eben abwägen, ob du den immer noch hast oder ob der inzwischen schon wieder eher in Richtung Angriff gerutscht ist. Und das war halt jetzt der Fall. Deswegen haben sie da zwei Leute verloren und das war unnötig und hat die Runde dann leider doch noch an Eutecticum gehen lassen, obwohl sie halt da die an Trilux gehen lassen, obwohl sie da eigentlich den schlechteren Position am Anfang hatten. Jo, Runde Nummer 9 sind wir unterwegs. Das Ding mit Standex da im Tower war gerade wieder gefühlt einen halben Millimeter neben, wobei hat er sogar Schuss abgekriegt. Gucken wir mal. Disrespect baut sich hier wieder so ein bisschen über den Freezer auf. Man ist da also wieder ganz gut beschäftigt. Wir sehen, Tooms ist auch mit dabei. Gehen jetzt schon mal die Lifelines rein. Versucht natürlich Master da so ein bisschen rauszukriegen. Das ist jetzt halt die Frage, wie lange kann der da sitzen? Wie lange kann der ausharren? Man kann hier unten durchaus auch einfach unten mit fünfmal sitzen. Das ist kein Problem. Da ist halt wieder diese Peak-Geschichte. Scooby kriegt zumindest mal einiges an Hits ab. Tooms jetzt auch ein paar HP-Schaden eingesteckt und jetzt... Boah, es ist halt so unfassbar knapp da an der Stelle. Da liegen Pixel zwischen. Aber tatsächlich noch kein Kill gefallen. In dem Moment, wo ich sage, straft man mich mal wieder Lügen. Tooms erwischt nämlich den guten Marcel und das ist der Smoke, der jetzt hier ausgerechnet als erster fällt. Also wieder ist ein ungünstiger Kollege hier als erster zu sterben mit dem Smoke. Schönes C4 von Goody, erwischt da den guten Tooms. Das sitzt auf jeden Fall besser als das C4, was wir letzte Runde gesehen haben. Scooby kriegt Disrespect, damit jetzt die Seitengeschichte wieder umgedreht. Eutecticum jetzt leicht im Vorteil mit 4 versus 3. Und Trilux hat jetzt ein kleines Zeitproblem, denn mit 20 Sekunden muss man langsam aber sicher mal schauen, dass man reinkommt. Bin mir sicher, dass man 24 Position hier durchaus hat, der da wieder ein bisschen zu aggressiv gegenpiekt für meinen Geschmack. Vor allem, weil man doch den wunderbaren Cross-Engel da hat mit Scooby. Goody kriegt hier Noir nochmal, aber den hat man da anscheinend überhaupt nicht im Blick. Scooby kriegt den weiteren Kill. Medusa kriegt nochmal Goody, ja, und jetzt läuft dann der Timer gleich auf 0 und das ist dann die Runde von Eutecticum, da die Zeit abläuft. Ah, aber wieder viele, 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 viele Kleinigkeiten. Ja, viele, viele Kleinigkeiten führen am Ende dann zu einer ganz großen Geschichte und zwar, dass die Runde hier verloren geht an der Stelle, zumindest für Eutecticum. Es ist
Für, Gott, warum vertausche ich ihn die ganze Zeit? Für Trilux. Das Problem in der Position ist gerade jemand wie 24, wo du jetzt sagst, dass der da so aggressiv piekt, der hat halt auch von, also der hat sich auch von Anfang an eine sehr blöde Position ausgesucht, weil, also das ist immer so eine Sache, wie entwickelt sich die Runde und wo stelle ich mich hin? Also man muss natürlich auch immer das eigene Positioning immer mal wieder in Frage stellen und aber auch immer wieder abändern. Und er hat sich halt gerade da an der Bombe positioniert, da war es für ihn natürlich auch super schwierig wegzukommen. Also eigentlich war er schon anderthalb Minuten früher tot, obwohl er halt noch stand, weil er im Prinzip da nicht mehr wegkommt von der Position. Und genau in dem Moment hat er eigentlich auch dann sowieso nichts mehr zu verlieren und kann halt auch, also statistisch gesehen, und kann eigentlich auch da stehen bleiben und noch diese 3-4 Sekunden abwarten, die noch auf der Uhr waren, die den initialen Push dann hervorgerufen haben. Also wenn er da noch hinter der Bombe gestanden hätte, in dem Moment, in dem der Jäger zum Beispiel den Frag auch gemacht hat und so, dann wäre es für ihn vielleicht ein bisschen besser ausgegangen. Nichtsdestotrotz, selbst wenn er die Runde nicht überlebt hat, sein Team hat die Runde überlebt. Und man hat das hier, auch die Cross-Angle hat man sehr schön gehalten, finde ich. Also das muss man definitiv mal auch anmerken. Selbst wenn die Position jetzt von 24 mir nicht so gut gefallen hat, gehalten von seinen Teammates wurde er optimal. Einmal von dem Jäger, der natürlich ins Strip reingeguckt hat. Dann haben Leute auch noch Richtung Laundry geguckt. Also die Crossfire waren definitiv aufgestellt. Das war sehr, sehr diszipliniert runtergespielt von den anderen Teammates da. Ja, so, wir gehen jetzt nach oben. Wieder, genau. Kids. Tactic. Mach du ruhig. Ich hab gerade. Ah, das ist dann dieser weirde Moment. Ja. Tooms eröffnet, Kidstorms wollte ich gerade sagen. Tooms eröffnet und zwar auf Scooby. Wo ist denn Deckel überhaupt passiert? Ich habe tatsächlich absolut keine Ahnung. Aber hier oben, glaube ich. Hm. Irgendwo im Tower, vermute ich mal. Ja. Auch wenn ich da gerade keine Leiche sehe, aber gut. Und damit aber auf jeden Fall ein Defender weniger. Trilux hier mal ein. Kleinen Vorteil zumindest für den Augenblick, aber wie gesagt, 2 Minuten einer down ist noch nicht so wahnsinnig dramatisch. Stendex vielleicht ein bisschen früh die Smoke dazu setzen. Ich weiß gar nicht, wofür was das C4 gedacht war. Aber da war, glaube ich, auch keiner in der Nähe. Ist natürlich immer so ein bisschen, muss ein bisschen aufpassen, wie man mit seinem Utility umgeht. So früh in der Runde möchtest du das eigentlich nicht verwenden. 24 kriegt Disrespect, gleich damit erstmal wieder aus, die Ash rausgezogen. Man versucht natürlich auf Seiten von Trilux jetzt hier irgendwie aufzubauen über Attic. Schöner Klick von Sketchy übrigens, der hier über Trophy durch den Breach den Ace da gerade reingemacht hat, einen wow. Kollegen zieht und auch sehr schön auf 24. Normalerweise heißt ja immer, wer liegt, der siegt, aber in dem Fall liegt er halt auf dem Präsentierteller quasi, mitten in der Tür. Das ist natürlich für Sketchy dann auch kein Problem, den da mal eben kurz abzufrühstücken. Ja, Marcel und Goody, die müssen jetzt in 2 vs 4 gucken, wo sie bleiben. 1 vs 4, ich korrigiere, denn Tooms kriegt den guten Marcel, Sketchy kriegt nochmal Goody. Und damit beendet Trilux das sehr, sehr fix hier. Und ja, ich weiß gerade nicht, was der Plan von Eutacticum war in dieser Runde. Ja, sie sind hier, vielleicht ist der Call von Seiten Eutacticum, hey, wir spielen das heute aggressiv. Das kann sehr gut funktionieren. Also vielleicht probiert man es heute auch aus, das weiß man ja nicht. Ja, genau, ja klar. Aber es ist halt, also du darfst sowas ansagen am Anfang, hey, piekt alles, ja, macht Druck ohne Ende. Das, vor allem, wenn man das gegnerische Team auch mal noch nicht so gut kennt, kann man damit relativ gut ausloten, in was für eine Situation man sich begibt, wenn man das tut. Wenn es aber dann halt nicht funktioniert, dann sollte man schauen, dass man das vielleicht auch wieder ein bisschen abändert. Und das ist das, was Eutacticum hier gerade nicht macht. Wir haben in jeder Defense, die sie bisher gespielt haben, egal wie sie jetzt am Ende dann ausgegangen ist, gesehen, dass sie sich relativ aggressiv halt eben an Türen und so weiter befunden haben, versucht haben, eben Picks zu ziehen an gewissen Situationen. Und sie verlieren hier einfach gerade die Gunfights. Und das ist eine Sache, die musst du eingestehen als Spieler. Du musst das registrieren, wenn du auf die Schnauze kriegst, auf gut Deutsch gesagt. Und dann, also als einzelnes Individuum, jetzt nicht als Team, da sieht es ja ganz anders aus, es steht hier 5-5, aber wenn du halt die Gunfights verlierst, wenn du so aggressiv spielst, dann musst du dir halt, entweder musst du dir das sagen oder ein Teammate muss das sagen, hey, das funktioniert nicht, mach's anders. Und das ist ja dann in dem Moment auch nicht böse gemeint oder so, sondern einfach nur die Tatsache und dann muss man eben gucken, dass man das Ganze irgendwie ein ganz kleines bisschen abändert und dazu haben sie ja definitiv noch die Möglichkeit, weil rum ist hier, wie gesagt, noch lange nichts. Es steht 5-5. Beide Teams haben sehr gute Einzelaktionen, aber auch gute Teamleistungen gezeigt. Also das ist hier in beide Richtungen noch absolut offen. Aber
das ist diese einzige Konstante, die sich so ein bisschen abzeichnet zwischen diesen beiden Teams, dass eben Old Tacticum sehr aggressiv spielt und das gerade nicht funktioniert. Und boah, oh, pass auf. Sie haben deinen Headshot auch wieder gesehen, ja. Das ist zum Beispiel so eine Sache, ich habe da immer wieder eine Diskussion mit einem sehr guten Kumpel von mir. Anfang der Runde, Jäger, T3, Tower. Im Rank kannst du das von mir aus machen, weil das funktioniert. Aber in einem kompetitiven Match, auch wenn es jetzt hier nicht Pro League oder Ascension League 1 oder 2 ist, wie auch immer, sondern King of the Hill, die Herangehensweise der Teams ist immer sehr methodisch in solchen Matches und dann kannst du da oben nicht unbemerkt liegen. So, entweder sieht jemand, dass du da hinläufst, oder es sieht halt jemand, dass du da oben bist. Und dann bist du halt einfach gefundenes Fressen auf T3 für das gegnerische Team. Und so ja. Früh dann einen Jäger verlieren, ist halt einfach. Ich meine, das kann man vielleicht mal probieren oder so, aber meiner Meinung nach, also für mich persönlich hat das in einem kompetitiven Match nichts zu suchen, weil das einfach eine Sache ist, die nicht positiv laufen kann. Und das ist so eine. Du kommst halt nicht mehr weg. Also ja. Es gibt halt die Option, entweder man challenge den da oben, meistens sagt man dann, ja, dann lass ihn halt da oben sein. Wenn er hinten irgendwann mal wieder rumkommen sollte, dann haben wir den Engel im Hinterkopf. Also ist halt schwierig. So, Noir kriegt Marcel, das ist der erste Kill, der hier aufs Konto von Trilux geht in diesem Fall. Und damit die Lucy rausgezogen ist, jetzt natürlich utility-technisch nicht so dramatisch. Die hat ihre Banshees sicherlich schon längst platziert. Aber trotzdem für Old Tacticum natürlich ein Mann weniger, der eine Waffe in der Hand hat. 24 liegt hier wieder schön im Eck. Ist natürlich auch da wieder die Frage, wie und wann piekt man. Sollte, wie gesagt, das möglichst vermeiden jetzt. Aber das andere Problem ist natürlich, wenn man sich jetzt zu weit zurückzieht, hat man nachher das Problem, dass Trix einfach so unfassbar viel Zeit hat und einfach spielen kann, wann und wie sie es möchten. Trotzdem muss man da muss man halt irgendwie die Balance finden. Sketchy ist jetzt erstmal injured gesetzt, den kann man da möglicherweise nochmal aufheben. Vielleicht schmeißt da noch Stenix nochmal eine Smoke hinterher, wobei das auch sehr riskant ist. Dann eventuell eine Smoke wasted. Das 24 kriegt erstmal Tooms ab. In der Zwischenzeit hat man den Teammate wieder aufgeholt. Scooby kriegt Disrespect. 4-3 bei 50 Sekunden. Schön. Schön gespielt, da von dem Jäger in Meeting. Und das sind genau diese Rotationen. Und das funktioniert jetzt wieder für Old Tacticum sehr, sehr gut. Eben das, was im Angriff auch so gut für sie funktioniert hat, nämlich dieses schöne Zusammenspielen in den richtigen Momenten, an den richtigen Stellen gucken. Das bringt die Runde so ein ganz kleines bisschen in ihre Richtung. Jetzt steht hier, von zumindest was die Operator angeht, 4-3. Aber alle Teammitglieder von Trilux Esports haben weniger als 50 HP, sind auf 25, vielleicht auf 30 HP. Das heißt, da reicht eine Kugel, um jeden da zu Fall zu bringen. Es sind aber auch nur noch 18 Sekunden zu spielen und man hat zum Beispiel noch einen Smoke dabei, der was machen kann und auch Scooby und Stanex, beide mit dem Frag und damit ist jetzt auf einmal Sketchy ganz alleine. Also nicht nur die Utility jetzt auf Seiten von Old Tacticum und auch nicht nur die Operator-Count, sondern eben auch die Zeit und das wird wohl nichts mehr werden. In den letzten 2 Sekunden macht er dann nichts mehr und 24 macht er noch ein bisschen was an der Statistik und sich dann noch den letzten Kill. Und wie gesagt, stark gespielt, vor allem wieder stark zusammengespielt. Eine Sache, die vorher, in den letzten 2 Runden vorher, viel versucht auf Einzelaktionen zu gehen, viel gepiekt und jetzt halt wieder mehr zusammen und das war ganz gut. Und wir haben auch gerade gesehen zum Beispiel, warum dieser Breach Richtung Attic so gefährlich werden kann für den Angreifer, weil halt eben, also die Gridlock ist durch den Smoke injured gegangen, der in Attic auf dem Boden lag wahrscheinlich und da auf Fußhöhe durchgeguckt hat, weil aber er keinen Stress von den Leuten in Attic bekommen hat. Das war ein bisschen das Problem in dem Moment. Da hat einfach der Druck nicht in Attic gestimmt, deswegen konnte der dann nach vorne, konnte in den Trophy reingucken und hat dann einen Injure gezogen und auf den Injure ist quasi dann die 24 nach vorne gepusht, hat in die Trophy Door reingeguckt und halt einen Kill geholt. Also das ist halt die Sache, warum dieser Breach da sehr gefährlich sein kann, wenn da das Timing auf Seiten des Angreifers nicht stimmt. Und ja, gut runtergespielt, gut zusammengespielt von der Tacticum und damit Matchpoint für ihre Seite oder für sie. So sieht's aus. Und der gute Vino schreibt schon in den Chat rein, Hashtag Overtime oder Hashtag sagt zu, rein mit euch in den Chat, haut in die Tasten. Und wir mal rein. Und ich bin ehrlich gesagt an der Stelle, ich könnte nicht sagen, ob es hier in die Overtime geht oder nicht. Old Tacticum, die letzte Runde war wieder gut. Man hat so ein bisschen das korrigiert, was man vorher als Problem hatte. Andererseits, es geht jetzt wieder nach unten hier, Laundry Supply Room. Das ist so der Spot, wo es tatsächlich, finde ich, am besten zu erkennen war, dass es nicht ganz so optimal lief für Old Tacticum. Mal schauen. Eine Runde
ist Eutectico entfernt. Also wenn sie die Defense jetzt holen, dann sind sie durch, zumindest für diese Runde, denn dann gehen sie im Halbfinale weiter und da wartet der erste EC Frankfurt auf den Sieger dieses Matches übrigens. Ansonsten machen wir hier nochmal ein paar extra Runden, zumindest in diesem Match. Und das andere Viertelfinale, was übrigens gerade noch läuft, ist Ruhe in Friedemann gegen Team Blue Sapphire. Die sind bis jetzt noch nicht durch, spielen aber auch auf Oregon. Kurze Zwischeninfo. Oregon, immer eine Map. Da wird's knapp. Oft enge Matches auf Oregon. Wenn die Teams so auf selben Level sind, weil es halt einfach, ne, weil es sich so schön ausspielt strategisch. So, wir sehen jetzt hier Eutecticum in der Defense unten. Trilux Esports nähert sich hier so ein ganz kleines bisschen von Blue. Wir haben eben schon mal besprochen, dass die Herangehensweise von einer Seite nicht die richtige ist. Deswegen versucht man jetzt auch Kontrolle über andere Positionen zu erlangen, nämlich über Big Tower Stairs. Und das macht für Stanix, für den übt das natürlich sehr, sehr viel Druck aus. Und wir sehen hier, dass es für ihn immer schwieriger wird, Richtung Blue halt zu pieken und da irgendwie den Kill zu ziehen. Das heißt, dieser Angle, den er hier gerade hält, der ist nicht mehr ganz so gefährlich. Vor allem, wenn die Hedge da auf ist und Leute auf den Stairs sind. Zumindest kann man halt eben dann auf einem Push auf Blue nochmal die Treppen da runterlaufen und halt eben den Kill auf den Pillar-Spieler ziehen. Und das ist das, was Team Trilux Esports hier sehr, sehr gut macht. In der Zwischenzeit ist auch die Electric Hedge aufgegangen. Man hat jetzt oben auch Meeting-Kontrolle. Und jetzt kann man sich von da aus aussuchen, wo es halt eben lang geht. Man kann die Informationen, die man sich im Laufe der Runde beschafft hat, dazu nutzen, Entscheidungen zu treffen. Geht man jetzt über Freezer? Geht man über Laundry? Also das sind alles Optionen, die man hat. Und die sind auch hier alle noch offen. Eine Minute 20 noch zu spielen. In der Zwischenzeit Noir mit dem Kill gegen Marcel. Damit ist der Jäger raus, der am Roman war. Und das ist natürlich jetzt erstmal kein großer Verlust, aber nichtsdestotrotz wird es hier zeittechnisch natürlich auch immer enger. Und natürlich ist das auch ein Operator, der jetzt gleich unten on-site eben fehlt. Aber man hat hier eben sehr viel Utility noch in der Hand. C4 ist bei Valkyrie und bei Bandit. Man hat auch die Kameras von der Valkyrie wahrscheinlich an den richtigen Stellen, um halt eben einen Plan zu denyen oder ähnliches. Das C4 war mehr oder weniger frei. Das ist einfach so in den Freezer gegangen auf Sound, hat nicht connected und damit ist es erstmal verschwendet. Aber Standex hat in der Zwischenzeit einen Kill geholt, nämlich auf Sketchy. Damit ist C4, kann man damit trotzdem irgendwie ein ganz kleines bisschen zählen. 35 Sekunden jetzt hier noch auf der Uhr und viele Leute hier noch am Leben. 4-4-Situation und das wird immer in den letzten Sekunden dann eine ganz, ganz üble Schießerei. Goody hier, oh, ganz frech versucht, sich nach vorne zu sneaken und einen Kill zu ziehen, kann das aber nicht tun, weil halt eben durch die Concussion seine Position auffliegt und er muss sich zurückziehen. Thumbs jetzt, den er ziehen wollte, zieht 24 in dem Moment. Noir mit dem Kill gegen Standix. Damit 2-4-Situation. Scooby mit dem Kill gegen Noir. Damit ist Goody relativ alleine in Freezer und fällt auch gegen Disrespect. Und jetzt ist Scooby der letzte Spieler, der hier noch steht. 4 Sekunden noch zu spielen. Der Plant geht jetzt langsam down, ist jetzt auch auf dem Boden und damit sind wir in der Post-Plant-Situation. Scooby steht hier in Pillars Hallway, hat noch 3 Spieler gegen sich. Davon einer mehr oder weniger unter 50%. Die anderen beiden haben auch noch einiges an Leben und auch die Position von denen ist jetzt relativ ungewiss und diesmal liegt der siegt tatsächlich. Trilux Esports gleicht aus 6-6. Ja, und damit geht es in die Overtime. Schöne Attack von Trilux, sehr, sehr schön gemacht zum Schluss. Es war echt eng. Eutecticum, ich weiß nicht, zum Schluss, man hätte, glaube ich, einfach nur jeder seinen Engel mehr oder weniger halten müssen. Goody war da im Freezer so ein bisschen, musste erst den Freezer verteidigen, war dann ein bisschen überrascht, weil hinter ihm, glaube ich, einer gefallen ist, hat dann wieder rumgezogen und der Moment ist halt vorbei. Das ist immer das schöne Lied. Man kann nicht 2 Engel gleichzeitig halten, das funktioniert einfach nicht. Und während da hinten schön abgelenkt wurde, hat man drüben Onspot einfach gesmoked, geplantet und das Ganze in Ruhe durchgespielt. Und ja, wer liegt, der siegt, funktioniert dann, wenn man zum Schluss in Ruhe auch die Zeit davon hat, wenn man die Position sicher hat und insbesondere, wenn der Gegner nicht weiß, wo man genau unterwegs ist. Also von daher geht die Runde absolut in Ordnung für Trilux. Das heißt 6-6. Und wir haben nochmal mindestens 2 Runden oben drauf an dieser Stelle. Eutecticum nochmal in der Defense. Zumindest hier für Runde Nummer 13. Dann drehen wir die Seite nochmal rum und dann schauen wir mal, ob wir bis in die letzte Runde gehen, ob wir es voll ausspielen heute in diesem Match oder ob danach vielleicht schon Feierabend ist. Eutecticum. Ja, und Trilux sind auf jeden Fall beides Teams, die sich heute nicht viel geben. Also auch rundentechnisch immer so ein Punkt Abstand. Die einzige Ausnahme dazu war tatsächlich Runde 2. Da stand es mal 2-0, aber ansonsten immer maximal ein Punkt auseinander, die 2 Teams heute. Ja, Eutecticum hat hier sehr, sehr stark vorgelegt. Also die haben definitiv eine Ansage gemacht mit den ersten 2 Runden. Das war ja relativ
Da war relativ viel Druck hinter und das ging relativ schnell. Aber diese kleine Ohrfeige hat Trilux gebraucht und ist halt auch, also das ist ja dann okay. Wenn du dann aufwachst und dann lieferst, dann ist alles in Ordnung. Und das haben sie definitiv die ganze Zeit bis zum jetzigen Punkt gemacht. Das ist immer so ein bisschen davon abhängig, meiner Meinung, also es sieht für mich immer so aus, als wäre es davon abhängig, wie greedy Eutecticum tatsächlich an die ganzen Gunfights und die Situationen rangeht. Weil wenn sie halt, wenn sie zu viel wollen, dann verlieren sie halt eben Gunfights und dann kann aber Trilux darauf auch sehr gut kapitalisieren. Also das machen sie sehr gut. Position von Scooby in Trophy ist sehr, sehr stark hinter dem Shield. Der hat die Informationen auf dem Push, piekt rum und kriegt damit die Twitch, die aber so ein bisschen Arbeit schon geleistet hat, weil die Bandit-Charges sind da weg, aber der macht dann Active Bandit, also legt dann quasi wieder an. Auch der Fußboden von unten war auf, das haben wir gesehen. Das heißt, die Bandit-Charges wurden von unten weggemacht, aber Marcel, dem ist das egal, ob er auf dem Loch steht oder nicht. Der legt trotzdem seine Batteries weiter an. Richtiger Call in dem Fall, weil die Wand zu bleibt. In der Zwischenzeit Thumbs mit dem Kill gegen Standex. Damit die Melusi weg, die auch in den letzten Runden immer wieder mal gefährlich wurde in den letzten Minuten wegen ihres Flankens oder ihres Drone-Plays. Also das auch ein wichtiger Kill für Team Trilux, um hier langsam sicher an den Approach ranzugehen. Ich sehe gerade, dass gebreached worden ist. Also ein bisschen ist auf. Scooby jetzt mit dem Frag gegen Medusa. Das ist jetzt ärgerlich. Das ist ärgerlich, ja. Genau, weil der Diffuser liegt nämlich jetzt hier draußen. Übrigens wollte ich gerade mal anmerken, Scooby, das ist eine sehr, sehr schöne Position da, den Schild einfach so in Trophy reinzustellen. Den kriegst du nämlich so ohne weiteres nicht weg, den guten Scooby. Du kannst natürlich das Schild kaputt machen mit einer Breaching Ground von Sophia beispielsweise oder mit einer Ash Charge. Aber erstmal wird der das ganz sicher mitkriegen, wenn du da das aufmachst. Zweitens weiß ich nicht, ob da sogar nicht sicherlich das ein oder andere ADS vielleicht sogar mit dabei ist. Von daher eine schöne Position. Die andere Option ist natürlich, man flankt ihn entweder vom Attic oder drüben vom Hallway aus, aber bis jetzt alles nichts passiert. Allerdings, Disrespect kriegt hier Goody mit der Granate. Marcel ist auch noch injured, also Trilux hat auch gemerkt, Moment mal, da kommen wir nicht rein. Was macht man? Man rotiert sehr, sehr geschickt um und geht jetzt einfach drüben auf dem anderen Spot auf Plan und Scooby hat keine Ahnung davon, bis er jetzt aussieht, hoppla, da ist er dann doch mal geplantet und wunderschöner Engel hat den da lang durch. Man weiß natürlich genau, wo er ist, weil er sich da nicht wegbewegt hat, der gute Scooby. Also der hat immer noch die gleiche Position gehabt. Und damit ist es der erste Matchpoint für Trilux tatsächlich. Und zwar jetzt in der Overtime. Gut gemacht übrigens. Das schöne Rotation, also sehr, sehr, sehr gut erkannt und sehr, sehr schön angepasst, die Attack. Ja, man hat hier definitiv erkannt, wo die Löcher in der Verteidigung sind und hat dann auch diese genutzt, um sich dann so ein bisschen on-site anzunähern, die richtigen Gunfights gewonnen und gut gemacht, wie du schon sagst. Jetzt ist die Frage, kann Eutecticum das wiederholen, was sie am Anfang so stark gemacht haben? Nämlich diese ersten zwei Attacks, die sie halt uns ja gezeigt haben, dass sie sehr koordiniert an den Spot rangegangen sind, sich Stück für Stück vorgearbeitet haben, Utility rausgezogen, aber immer mit einem gewissen Druck dahinter, immer relativ schnell. Und wenn sie das jetzt wieder durchsetzen, dann wäre das tatsächlich die Möglichkeit, eben hier auf 7-7 zu gehen und damit halt eben in die letzte Runde. Das wäre natürlich schön, weil dann könnte man nämlich nochmal versuchen, das hier doch noch für sich zu entscheiden. Auf der anderen Seite befindet sich Trilux eSport jetzt auf der für sie stärkeren Side. Die da quasi so ein bisschen den Vormarsch von Eutecticum so ein bisschen gestoppt hat. Also sie sind dann ja auch nach unten gegangen und konnten da das erste Mal eine Runde für sich entscheiden. Das war Runde 3 dann, soweit ich mich richtig erinnere. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie Eutecticum da hier vorgeht. Jetzt ist auf jeden Fall Eutecticum in Zugzwang, nachdem sie die Runde gerade abgegeben haben. Vorhin den Matchpoint noch für sich gehabt, dann zwei Runden erst nochmal verloren. Natürlich schwierig. Aber jetzt, wie gesagt, der Seitenwechsel nochmal, das kann sich jetzt auf jeden Fall nochmal ganz anders darstellen. Wir haben Eutecticum lange nicht in der Tech gesehen, denn das war Runde 1 bis 6, als Eutecticum noch angegriffen hat. Die ersten zwei Runden waren, wie gesagt, sehr, sehr stark. Also wenn sie da nochmal dran anknüpfen können, dann ist das 7-7 hier möglicherweise. Andererseits, du hast es gerade angesprochen, Trilux, auch gerade hier unten, gar nicht mal schlecht verteidigt. Also da müssen wir mal sehen, wo drauf es hinausläuft. Trilux hat, wie gesagt, jetzt die Chance natürlich, hier den Sack für sich zuzumachen in der Overtime. Und auch das würde ich Ihnen absolut zutrauen. Aber wie ist es gerade im Chat, wenn schon Overtime, dann all the way. Meinetwegen gerne. Also ich bin der Letzte, der Nein sagt.
jetzt noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Macht sich jetzt hier schon mal im Tower breit. Da sehen wir einen Haufen Leute unterwegs. Bis jetzt, glaube ich, auch keiner in Blue. Jedenfalls sehe ich da noch keinen. Das war gefühlt wieder einen halben Millimeter daneben. Tooms, der muss jetzt hier gucken, dass er den Tower da verteidigt. Aber solange das nur der Tower ist, hat er es tatsächlich noch verhältnismäßig leicht. Denn Neutektikum ist bis jetzt noch nicht im Blue drin. Das heißt, Tooms kann sich da auch voll und ganz auf die eine Seite konzentrieren. Und das hast du auch vorhin schon mal angesprochen irgendwann. Nur eine Seite anzugreifen ist halt nicht einfach. Und genau aus dem Grund hat man sich jetzt einmal entschieden, unten auch mal vor Blue sich zu positionieren. Aber, und das muss man auch sagen, wir haben die Hälfte der Runde schon rum und noch besonders viel Kontrolle hat Eutacticum hier sich bis jetzt noch nicht erarbeitet. Marcel muss noch aufpassen, denn Sketchy steht hier tatsächlich auf den Stairs noch oben. Also der kann da sehr, sehr schnell auch nochmal reinrotieren in Meeting und dann da möglicherweise einen oder vielleicht sogar noch mehr Leute kriegen. Also da... Das darf man auf jeden Fall auch nicht aus den Augen verlieren da oben. Und währenddessen tickt natürlich die Zeit ganz eindeutig weiter für Trillox, die jetzt hier immer noch nämlich noch gerade mal erstmal Blue clearen müssen. Das schafft man jetzt immerhin. 24 kriegt den ersten, fast den zweiten sogar. Aber das wurde auch langsam Zeit, denn wir haben noch mit 50 Sekunden nicht mehr wahnsinnig viele auf der Uhr und muss auch erst noch reinkommen hier in den Spot. Ja, mit der Kontrolle, die man hat, kann man aber auf jeden Fall sehr gut arbeiten. Der Diffuser ist da in der Rotation meiner Meinung nach nicht an der richtigen Stelle, aber das sei mal dahingestellt. Schön viele Frags kommen hier raus, Scooby mit dem Kill gegen Thumbs. Und jetzt haben wir eine 3-2-Situation, aber schöne Rotation hier von Sketchy nach oben an die Electric Catch. Die Position, die für die Angreifer so wichtig ist, nutzen und den Kill ziehen. Damit 2-2-Situation. Stanix mit dem Diffuser in der Hand, hat versucht, den Koffer zu planten, wird aber von Sketchy daran gehindert, der nämlich die Hatch droppt. Über den Drop-Sound hat er natürlich aufgehört zu planten. Das ist auch der richtige Call. Man muss sich hier von Seiten der Verteidiger, Angreifer ein ganz kleines bisschen umorientieren, den Diffuser ein bisschen zurücknehmen. Scooby jetzt hier an der Rotation versucht, den Plant von Standex zu decken. C4 kommt raus, kann aber nicht connecten, das ist ein ganz kleines bisschen zu kurz. Koffer liegt auf dem Boden. Sketchy jetzt hier mit dem Approach Richtung Rotation. Gunfight zwischen Disrespect und Scooby, den Scooby noch nicht gewinnt. Standex mit dem Kill gegen Sketchy und damit 2-1 Situation. Post-Plant Situation, Disrespect definitiv hier im Nachteil. 26 Sekunden noch zu spielen, da muss er was machen. Standex kriegt den Kill auf Disrespect und damit 7-7 soll es sein. Sehr schön nochmal gemacht. Ich habe am Anfang gedacht, ja, das dauert aber relativ lange, bis man reinkommt. Aber wenn, dann mit Schmackes, so nach dem Motto, für Eutacticum. Schön gemacht. Da zum Schluss in der letzten Phase der Runde und damit die Runde mal geholt. Und jetzt heißt es, wir gehen in die letzte Runde dieses Matches. Und wer auch immer jetzt hier gewinnt, entweder Trillox in der Tech oder Eutacticum in der Defense, der holt sich hier den Sieg in diesem Match. Und wir sind hier erst im Viertelfinale, möchte ich mal anmerken. Das heißt, wer auch immer hier gewinnt, hat noch zwei Matches vor sich. Nämlich im Halbfinale, wie gesagt, geht's gleich gegen die Jungs vom ersten EC Frankfurt. Und dann vielleicht sogar noch weiter bis ins Finale, wenn man an Frankfurt vorbeikommt. Wir haben übrigens gleich, und da haben wir, ich schiebe da mal gerade schon mal ein Ergebnis rein, Team Blue Sapphire nochmal, die wir gleich sehen werden. Die haben nämlich 8-6 gegen Ruhe in Friedemann gewonnen. Wie gesagt, auch auf Oregon. Die sehen wir damit gleich gegen Novi on top. Aber das, wie gesagt, erst gleich. Wir sind ja hier noch nicht fertig. Wir müssen ja erst noch feststellen, wer im Halbfinale gegen Frankfurt ran muss. Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt, wer das hier jetzt noch nach Hause holt. Es ist definitiv durch die Bank weg ein sehr, sehr spannendes Spiel. Beide Teams geben sich hier keinen Meter. Und wenn eine Runde verloren geht, wenn eine Runde mal verloren geht, dann wirklich nur wegen irgendeinem blöden Patzer. Also nichts, wo man jetzt sagen könnte, hier gibt es eine richtig krasse Problematik bei irgendeinem Team, was ihnen hier immer wieder irgendeine Runde kostet oder ihnen eine Runde kostet. Es ist definitiv so, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann wird es in der Runde darauf auch irgendwie wieder angegangen. Vielleicht kommt es dann nochmal zwei Runden später wieder, aber nichtsdestotrotz werden die Probleme, die hier Runden verlieren, immer wieder angegangen, umgedreht und deshalb schafft es hier kein Team irgendwie so richtig heftig die Nase vorne zu haben. Beide schenken sich hier, wie gesagt, keinen Meter. Man spielt hier wieder mit der Ash von unten Classroom, macht da den Boden auf, damit da ein Bandit eventuell nicht tricken kann, auch wenn der jetzt gerade nicht da ist. Noir hier mit dem Opening gegen 24, damit der Smoke raus. Sehr, sehr früh, um diesen Operator zu verlieren. Wir alle wissen, Smoke wird immer wichtiger, je länger die Runde oder je
älter die Runde wird, in den letzten 45, 30 Sekunden ist ein Smoke einfach super stark, um den Push zu verhindern, den letzten. Scooby in der Zwischenzeit mit dem Kill gegen Sketchy, damit wieder ausgeglichen. Und genauso wie sich hier die Teams immer Runde für Runde vorarbeiten, ist das mit den Kills nämlich auch. Also erst verliert der Verteidiger jemanden, dann der Angriff wieder jemanden. Man arbeitet sich hier kategorisch auf beiden Seiten nach vorne Richtung Ziellinie quasi, das 8-7, um den Sieg hier nach Hause zu holen. Und auch Sketchy ist ein Operator. Also die Gridlock, auch die wird natürlich immer schwächer, je mehr sie ihre Utility verliert. Ne? Also natürlich, aber auch ist ein Operator, der halt immer die Flank hält und so weiter. Also vielleicht eine Position, die eigentlich wichtig wäre. Man breacht jetzt hier wieder von Trophy Richtung Attic. Wie gesagt, um so ein ganz kleines bisschen die Spieler im Attic zu unterstützen, damit halt eben dieser Spieler, und das ist hier gerade die ganze Zeit Marcel gewesen, dass der halt eben sich ein bisschen zurückzieht und den Spielern im Big Tower ermöglicht, nach vorne zu pushen. In der Zwischenzeit Standix wieder ganz gefährlich unten in Classroom. In der Position kann er viele Sachen machen, nämlich unter anderem den Kill ziehen auf Noah, aber halt ist auch immer gefährlich wegen dem Plant unten Richtung oder Richtung Generator, was früher, heutzutage heißt es Games, hat aber wahrscheinlich auch noch ein C4 in der Tasche, also ist da unten einfach super gefährlich. Wahnsinniger Pixel-Angle hier von Marcel, damit hat Disrespect nicht gerechnet und muss sich auch verabschieden, damit 4-3 Situationen, immer, jetzt sind es 4-1. Medusa, der letzte Spieler, der lebt am Big Window, von da aus kann er gar nicht mehr so viel machen. Vielleicht wäre es klug, die letzten 45 Sekunden noch irgendwie zu nutzen, um umzurotieren. Er kann aber auch versuchen, vom Big Window aus noch einen Frag zu ziehen. Seine Position ist bekannt, das sehen wir daran, dass eben Gadgets dahin fliegen. Der Legion wirft seine Legion Mines dahin, und um halt eben die Information darüber zu bekommen, wenn Medusa in das Fenster springt. Und das ist eine nahezu aussichtslose Situation für ihn. Deswegen rotiert er auch um. Das ist genau der richtige Call. Es gibt mehrere Möglichkeiten, was er machen kann. Er schreibt GG. Ja, wir haben ihn heute schon klatschen sehen, möchte ich mal anmerken. Eben. Wo er dann zum Schluss unglücklich rausgeflogen ist. Gucken wir mal. Aber mit 7 Sekunden und 4 Gegnern ist da, glaube ich, nicht mehr viel zu machen. Und vor allem mit dem Mindset wird das nix. Mit dem Mindset wird das nix. Holy. Naja, gut. Jeder, wie er möchte. Ja, damit GT Replayed. Was ein Spiel, muss man sagen. Zwischen Eutacticum und Trilux Esports. Was? Einfach Wahnsinn, was wir heute wieder an Matches haben. Also Hut ab an beide Teams an dieser Stelle. Knappes Ding nachher für Eutacticum, aber damit gehen sie hier mit einem Sieg raus aus diesem Viertelfinale und sind, wie gesagt, gleich im Halbfinale dabei, wenn es dann heißt, es geht gegen den 1. TC Frankfurt. Und wie gesagt, unser nächstes Match wartet tatsächlich auch schon. Wir haben Team Blue Sapphire nochmal und die müssen jetzt ran gegen Novi on top. Und wer da gleich mitspielt, das verraten wir euch gleich, denn wir gehen jetzt nach diesem Match, glaube ich, mal in eine kurze, wohlverdiente Pause, so 5 Minuten. Und dann sind wir gleich wieder für euch da. Also bis gleich. Bis gleich.